Hallo und zurück zu einem neuen Video. Ich möchte, dass alle, die dieses Jahr Abi machen, jetzt ganz fett in die Kommentare ich schreiben. Und dann möchte ich wissen, wer von diesen Leuten schon sein Outfit hat. Ich glaube, ich habe nämlich damals mein Kleid schon Monate vorher gekauft. Nur um sicher zu gehen. Auf jeden Fall soll es in dem heutigen Video genau darum gehen. Ich habe bei vielen amerikanischen YouTubern gesehen, dass da dieser Trend rumgeht, dass man günstige Prom-Dresses testet. Und ich dachte mir, warum mache ich das nicht auch? Deswegen habe ich mir eine Menge Kleider bei Amazon bestellt und alle unter 50 Euro. Ihr seht, die sind alle noch original verpackt. Also ich habe mir noch nichts genauer angeguckt. Es wird gleich ein Live-Test vor der Kamera. Alle Links zu den Kleidern findet ihr auch in der Infobox. Falls ein Kleid wirklich richtig gut aussehen sollte und ihr euch das auch bestellen wollt, wer weiß. Und dann würde ich sagen, rede ich nicht noch viel drum herum, sondern wir fangen direkt an. So, ich bin jetzt ready, mich in Schale zu werfen. Und ich würde sagen, ich fange an mit dem ersten Kleid. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich bestellt habe. Hä? Okay, ich entdecke hier schon den ersten Fail, aber ich würde sagen, ich ziehe es erstmal an. Okay, also so sieht das Kleid aus. Es ist von oben bis unten voll mit Spitze und hat so einen Meerjungfrauenschnitt. Und an sich der Stoff und so, das fühlt sich ganz angenehm an, aber das Kleid geht einfach nicht zu. Die haben den Reißverschluss einfach falsch angenäht, sodass der erstmal hier halb unten noch raushängt und einfach nicht sich zumachen lässt. Also das würde ich mal mega fail nennen. So sollte das Kleid eigentlich aussehen. Und ich würde sagen, es kriegt auf jeden Fall einen Daumen nach unten. Kleid Nummer 2. Okay. Ich finde, das sieht eigentlich auf den ersten Blick richtig gut aus. Schauen wir mal. Also ich muss sagen, ich bin mega überrascht. Das Kleid sitzt viel besser als erwartet. Es hat so einen richtig schönen V-Ausschnitt, ist unter der Brust so schön tailliert und eng und dann bei der Hüfte fällt das Kleid dann einfach. Und es ist ein richtig schöner fließender Stoff. Mir gefällt die Farbe auch voll gut. Also ich hätte das locker so zu meinem Abi-Ball getragen damals. Es ist nur ein Ticken zu lang für mich, aber ich meine, das ist jetzt nicht so das Problem. So sieht das Kleid auf dem Amazon-Bild aus und ich würde sagen, das Kleid hat auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Kleid Nummer 3. Das ist jetzt auch ein kurzes Kleid. Ich habe auch versucht, so verschiedene Kleider wie möglich zu bestellen. Das sieht jetzt auf den ersten Blick nicht aus wie ein Kleid, was ich tragen würde, aber ich ziehe es mal an. Und so sieht das dritte Kleid aus. Also ich muss sagen, es ist jetzt kein kompletter Fail, aber es ist gar nicht meins. Ich finde, man sieht dem Kleid direkt an, dass es nicht besonders hochwertig ist. Und es wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl für ein Abi-Ball, vielleicht eher für eine andere Veranstaltung. Es fällt auf jeden Fall knapp über den Knien auf, ist obenrum so mit Spitze und ansonsten einfach nur so ein fließender Stoff. So sah das Kleid auf Amazon aus und ich würde sagen, es ist kein kompletter Fail, aber ich selbst würde es nicht tragen, deswegen gebe ich so einen schrägen Daumen. Weiter geht's mit Kleid Nummer 4. Mir ist aufgefallen, dass ich viele Kleider in Rot und Blau bestellt habe. Okay. Kleid fühlt sich irgendwie so steif an. Puh, eng. Also anliegend tut das Kleid auf jeden Fall schon mal gut. Es ist ein bisschen hier oben eng und schneidet hier so ein bisschen ein. Der Stoff fühlt sich auch so ein bisschen komisch an. Hört auch wieder so bei den Knien ungefähr auf. Also nicht lang, aber auch nicht zu kurz. Ich finde das Kleid an sich ganz hübsch, aber das wäre für mich eher so ein, ich gehe zu einem wichtigen Familientreffen und möchte einen guten Eindruck machen, Kleid. Ich denke, das ist vor allem für Leute eine gute Wahl, die nicht so gerne ein auffälliges Kleid tragen wollen. So sah das Kleid auf Amazon aus und ich würde sagen, ich gebe dem Kleid, glaube ich, einen Daumen nach oben, auch wenn es jetzt nicht meine erste Wahl gewesen wäre, aber ich finde, es sieht schon ganz hübsch aus. So, Kleid Nummer 5. Diesmal in so einem Lavendelton. Ich habe keinen Plan, ich ziehe es direkt an. Okay, also dieses Kleid ist wirklich gar nicht meins. Ich finde die Farbe an sich ganz hübsch, aber diese Strasssteine hier gefallen mir nicht so gut und der Schnitt unten auch nicht. Das ist halt so ein bisschen vorne kürzer geschnitten als hinten und das mag ich persönlich nicht mehr so gerne. Und das Kleid ist hier am Dekolleté viel zu groß. Ich weiß gar nicht, da braucht man echt riesige Brüste, um das ausführen zu können, weil das halt an meiner Taille schon perfekt sitzt. Ich finde an sich vom Schnitt hier im Dekolleté gefällt mir das echt gut. Also es hätte echt hübsch aussehen können. So sah das an dem Model aus und ich würde sagen, eher einen Daumen nach unten. Okay, next one. Wieder in Blau. Ich ziehe mich dem ersten Kleid, nur halt in kurz. Also so sieht Kleid Nummer 6 aus. Das gefällt mir nicht so gut. Ich finde, es sitzt nicht so schön. Also es ist
überall viel zu locker und überhaupt nicht figurbetont. Und der Stoff fühlt sich auch eher so an wie so ein Kleid, was man einfach im Alltag im Sommer anziehen würde. Hier seht ihr zum Vergleich nochmal das Amazon-Bild, aber ich glaube, ich muss dem Kleid einen Daumen nach unten geben. Kleid Nummer 7, wieder ein Spitzenkleid. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr bei Abiball-Kleidern eher Spitze bevorzugt oder eher diese fließenden Stoffe. Okay, dieses Kleid hebt sich auf jeden Fall sehr stark von den anderen ab. Also erstmal ist es das einzige, was so off the shoulder ist und lange Ärmel hat. Und das Kleid hat so eine Midi-Länge, also es geht auf jeden Fall ein gutes Stück über die Knie. Ist mir auch ein Ticken zu groß hier und vor allem an den Ärmeln sitzt es extrem locker, was ich ein bisschen schade finde. Also ich hätte das schöner gefunden, wenn das wirklich sehr eng an den Armen entlang geht. Bin mir nicht so sicher. Also ich finde, an sich ist es ein Kleid, was eigentlich ganz hübsch aussehen könnte, aber es lässt einen extrem älter wirken, meiner Meinung nach. Einfach wegen des ganzen Schnitts, wegen der Länge, dass es halt so alles bedeckt ist und dann auch die Spitze natürlich. Ich persönlich finde es nicht so passend für den Abiball, da hat ja jeder aber auch eine andere Meinung. So sah das auf jeden Fall an dem Model aus. Und ich würde sagen, ihren seitlichen Daumen. Kommen wir zum vorletzten Kleid schon. Und das ist eindeutig das auffälligste, finde ich. Uiuiui. Let's see. Und so sieht es aus. Also ich finde es an sich erstmal ganz cool mit dieser Bestickung hier vorne. Und es ist hinten dann ebenfalls zu sehen. Leider ist das Kleid obenrum nicht so gut. Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn man auf solchen Seiten Kleider bestellt, dass die Proportionen gar nicht passen, weil an der Taille ist es dann immer eng. Aber plötzlich in der Brust geht dann noch ein Kilometer nach vorne, wo ich mir denke, hä? Das Kleid ist halt sehr hart, sodass es sich nicht so gut an den Körper anschmiegt oben. Und dieser Stoff hier oben, dieser transparente, ist so ein Tüllstoff und der ist sehr unangenehm. Hier das Bild von Amazon und ich glaube, ich muss dem Kleid wieder eher einen seitlichen Daumen geben. Auch wenn ich es an sich cool finde, sitzt es halt echt gar nicht gut, deswegen. Und dann sind wir auch schon beim letzten Kleid angelangt. Und ich hoffe, dass dieses Kleid es schafft, einen Daumen nach oben zu bekommen. Und ich bin irgendwie zuversichtlich. Und ich hatte recht. Also ich finde das Kleid an sich echt hübsch. Es ist obenrum komplett mit Spitze besetzt, hat dann so ein Seidenband um die Taille herum und dann einfach so einen fließenden Stoff. Und ich finde, der Rockpart hat echt einen interessanten Schnitt, weil das nicht so komplett gerade geschnitten ist, sondern die obere Lage an den Seiten kürzer ist. Es gibt dem Kleid nochmal so das gewisse Etwas. Hier zum Vergleich nochmal das Modelfoto und ich würde sagen, das Kleid hat auf jeden Fall einen Daumen nach oben verdient. Yay! So, das war's auch schon von dem Video. Also 3 von 9 Kleidern haben jetzt einen Daumen nach oben bekommen. Und ich finde, das ist ganz okay dafür, dass es jetzt alles so günstige Amazon-Kleider waren. Bin ich echt zufrieden. Und das rote lange Kleid hat es mir echt angetan. Also das fand ich besonders hübsch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja eine ganz andere zu manchen Kleidern, als ich die hatte. Und dann würde ich sagen, hier findet ihr wieder meine letzten beiden Videos. Schaut auch gerne auf meinem Vlogging-Channel vorbei, falls ihr den noch nicht abonniert habt. Und hier könnt ihr noch meinen Hauptkanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bye!